Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Jurassic World Evolution, beziehungsweise zu einem neuen Stream von besagtem Spiel. Ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin erkältet, leider im Hochsommer. Ja, kann auch mal passieren. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch weiterhin Folgen liefern, auch wenn meine Stimme hier ziemlich am Abkacken ist. Produkt wurde transportiert. Das ist schön. Ich weiß gar nicht mal, warum hier was transportiert wurde. Wir müssen immer noch einen Diplodocus mit 80% Genom raushauen. Aber bisher nicht so erfolgreich. Ich mache erstmal Deinonychus weiter her. Ich weiß gar nicht, habe ich das im Stream gemacht? Ich habe auf jeden Fall offline ein bisschen auf Isla Muerta weiter gespielt, weil ich da auf die 5 Sterne kommen wollte. Was ich leider immer noch nicht geschafft habe. Denn da kriege ich ja dann die drei Expeditionsteams, sag ich mal. Sag mal, habe ich die Diplodocus jetzt? Auf wie viel Prozent habe ich den eigentlich? Das muss ich jetzt mal kurz nachforschen. Auf 88%, das ist doch super. Dann können wir die Diplodocus jetzt auch machen, weil das haben wir hier drin. Die. Ist das immer noch zu wenig Wald oder zu viel Wald? Ich habe keine Ahnung. Wir können vielleicht noch ein bisschen mehr Wald gebrauchen. Alles klar, so ist vielleicht gerade mal per bis fast perfekt. Ja, klar. Eigentlich haben wir den Helikopter gleich hier am Mann. Was? Das wollte ich gar nicht. Verstanden. Müssen wir den nur wieder einfach woanders Anfrage zur hinsetzen. Produktabholung erhalten. Okay. Aber verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen schniefe oder wenn ich auch mal niesen muss oder husten muss, keine Ahnung. Das wird alles passieren im Laufe des Streams. Vermute ich mal. War das? Egal, gucke ich Produkttransport später. wird durchgeführt. Produktzustellung bestätigt. Können wir jetzt hier auch den Diplodocus machen?
Vielleicht mal ein Wüstenmuster, keine Ahnung. Ja, wir sind nur bei 54% bisher, das ist ein bisschen riskant alles. Aber wir können es uns leisten. Wie fühlt er sich denn jetzt? Es ist wie zu wenig Wald. Alter, der Junge. Was gibt das zu viel? Jetzt geht's wieder. Der hat aber echte Ansprüche hier. Ist ja unfassbar. Müssen wir irgendwas reparieren hier? Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Tuama ist gut. Kamarasaurier müssen wir auch machen. Haben wir, können wir den schon machen? Ja, aber wir sollten hier erstmal upgraden. Was mich auch interessiert ist, braucht der Diplodocus ein bisschen soziale Freundschaften oder so? Den haben wir doch schon irgendwo hineingesetzt, oder? Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir hier. Der ist, glaube ich, auch alleine, hä? Zur Not kommt die auch alleine klar, aber zu zweit wäre auch okay, glaube ich. Genau wie beim Brachiosaurus auch. Machen wir erst für zwei Kamarasaurier, die lasse ich einfach so, wie sie sind. Weil. Ja, ich die verkaufe. Ach ja. Machen wir mal hier weiter. Ich mache es einfach mal so im Kreis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das im Stream gemacht habe oder in der Offline-Session, dass ich da diese ganzen Na, wir schon. Dass ich so viele Expeditionen durchgeführt habe. Ich kann jetzt auch die hier den Deinonychus machen. Aber der braucht mindestens fünf, die brauchen fünf Leute, also fünf Tiere im Rudel, damit die nicht amok laufen. Das ist ein bisschen das Problem. Erst machen wir erstmal so ganz normal.
Oh nein. Weiß, was ist jetzt gestorben? Natürlich, er frisst wieder hier seinen alten um Produkt einzusammeln. Kollegen. Weitere Aufgabe fest. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Produkt in der Luft. Bestätige Aufgabe. Toll. Da war's schon. Ich weiß noch, warum der sich hier nicht vorgeführt hat. Weil ich wieder vergessen habe, ihm Nachschub zu machen hier. Ach ja. Es geht natürlich auf unsere Bewertung wieder immens runter. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Schon wieder aus, du fehlgeschlagen hier. Obwohl die auf 100% sind, Moment. Den kann ich einfach nochmal so machen. Ich warte mal erstmal, bis die drei Erde voll sind. Wieder viel geschlagen. Ist doch zum Bösemaken. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Bitte, bitte. Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Aber die. Nicht jetzt. Ich muss erstmal das andere fertig machen. Arschen. Als ob die das nicht hinkriegen würden, den da zu produzieren.
macht. Hammond hätte mehr Leute wie Sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal. Einige wurden sicher nicht aufgefressen. Ich gebe mir ehrlich gesagt Mühe. Ich bin nicht sicher, ob Sie auf meinen Job abzielen, aber mit den Zahlen würden Sie ihn wohl verdienen. Alter, wie sehen die denn aus? Ach. Die haben aber schöne Nasen. Ja, meine ist auch gerade nicht besser. Aber wenn die Schnupfen haben, ey. Das willst du nicht erleben. Dieser Dinosaurier, der Camarasaurus, repräsentiert die Vielseitigkeit des späten Jura. Er ähnelt anderen Sauropoden, hat aber einen größeren Schädel. Ist klar. Matt ist jetzt tot. Oh shit. Hier sterben hier die Dilophosaurier, ey. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ich muss bei dem mal hier die ganzen. Ich hab das ja fast überall drin, ey. Oder? Prozent, ey. Das ist ja der Einonychus. Okay, und wir brauchen ein bisschen Wald. Ja gut. Hier will ich mich auch unwohl fühlen, hier bei so wenig Wald. Cool aus, was? Warum soll ich? Alles klar. Die Mission Gefangenschaftsstudien sind ja mega beschissen. Ich muss. Wie mache ich das? Soll ich die jetzt mal auf ein Gehege setzen, wo sie sich einfach nicht wohlfühlen oder was? Okay, kann ich machen. Wenn ich noch so viel Platz hätte.
ist denn das für eine beschissene Mission? Setze ich die halt beide zusammen. Dann krieg die schon unter den Schwellwert. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Nur so aus, brauche ich garantiert auch einen neuen, sonst rasten die auch aus. Zinosaurus. Dass ich immer über die halbe Insel fitzen muss, ist auch beschissen. Ja, habe ich vergessen, weiter zu suchen. Beginne Produkttransport. Einverstanden. Und den. Bestätigt. Aufgabe erhalten. Ich glaube, die können sich nicht gegenseitig angreifen. Produkt wird eingesammelt. Ist denn das jetzt zu viel oder zu wenig Wald? Weiß ich halt nicht. Ich mache mal eine. Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Mach ich jetzt nicht. Produkttransport im Gange. Fragt sich, geht es nochmal runter? Nee. Jetzt geht's hoch. Und bei ihm. Doch besser raus. Okay. Nicht gedacht, dass sie so viel Wald brauchen, ey.
Scanne Produkt ein. Ist jetzt tot. Sieht nur so aus, ey. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Muss ich die Kamarasaurier verkaufen? Hab ich ganz vergessen. Produkt wird transportiert. Anfrage bestätigt. Füge Aufgabe hinzu. Dann kann ich hier zwei gleich nochmal neu machen. Ich könnte noch den ganzen Wald wegmachen, dann geht das noch schneller. Oh, Wasser brauchen die trotzdem. Wäre trotzdem ganz gut. Das für 3 Minuten. Die sind doch bescheuert. Es geht schon los. Wo ist der?